Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Planet Coaster geht in eine neue Runde. Und zwar ja, auf der Zielgeraden dieses Levels würde ich behaupten, wir sind gar nicht mehr so weit weg. Da haben wir wieder eine ganze Menge Nachrichten, technische Probleme, dafür haben wir gestern dann gerade noch so einen neuen Mechaniker für die Wartung und Instandhaltung unserer Geschäftliche eingestellt. Dann haben wir noch einen neuen Animateur eingestellt für die Zufriedenheit der Parkgäste und ja. Jetzt müssen wir nur noch sagen, wir brauchen eine Achterbahn noch und dann brauchen wir vielleicht noch eine Wasserbahn oder irgendwas, damit wir dieses Ziel der 1500 Parkbewertungspunkte erhalten. Dann kriegt man sowas natürlich, indem wir teure Szeneriesachen irgendwo hinstellen. Also sowas macht auf jeden Fall immer was aus. Aber ich glaube, einen ganz großen Teil wird jetzt gleich durch die Achterbahn entstehen, die wir gerne bauen wollen. Fehlt mir noch ein bisschen Geld? Was ist eigentlich mit diesen Wegen? Macht die überhaupt Sinn? Können wir die selbst abreißen? Weil das sind alles so hier sinnlos Wege irgendwie. Da können wir doch lieber ein bisschen Geld dafür kassieren. Auch hier, glaube ich, gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist halt eine Toilette drin oder so. Ich sehe hier eigentlich nie jemanden links latschen. Hier sehe ich eigentlich auch nie jemanden längs latschen. So. Nicht, dass die Leute sich noch verlaufen. Und wir haben jetzt 17.000. Was kostete die Achterbahn? 20, ne? Die Spaßachterbahn, das ist die hier, 7. Ich hoffe, die hat genug Durchschnittsgeschwindigkeit. Können wir auch die versuchen und versuchen da noch ein bisschen mehr Spaß reinzukriegen. Sieht die denn aus? Aber wie wollen wir da noch mehr Spaß reinkriegen? Die wird wahrscheinlich auch zu kurz sein. Klar, man kann es versuchen, aber es kann auch sein, dass es alles wieder schief geht. So, dieser Monat minus 10 Parkbewertung. Parkbewertung ist runtergegangen, warum? Ich meine, wir haben natürlich jetzt neue Mülleimer aufgestellt. Das Problem ist auch, dass wir in dieser Ecke immer noch keine Essen- und Trinkbuden haben. Das macht schon was aus, denke ich. Das ist echt blöd, wenn das nicht klappt, ne? Und bei der ist auch, sobald wir die, glaube ich, verlängern, verlieren wir den Spaß. Also bleibt eigentlich fast nur diese hier, die aber natürlich ein bisschen unhandlich sein wird. So sei, dass wir die gar nicht hier unterkriegen. Und wie lang ist sie wohl? Ist das nur 400 Meter oder so? Wir können uns das ja mal angucken. Wie lang die ist. Ich weiß nämlich nicht.
jeden Fall ziemlich schnell, ne? Nur hier zum Schluss wird es nicht mehr ganz so spaßig. Ja. Viel zu kurz. Kann man nochmal die Heatmaps sehen mit Spaß? Hier wird es ja schon fast wieder zu wenig. Aber hier sowieso. Und hier wird es ja zu stark dann gebremst. Die Geschwindigkeit selbst passt ihm, glaube ich, ganz gut. Das ist eine Bremse, ne? Oh, gar nicht so weit zurück eigentlich. Fliegt sie hier davon, ne? So, ein bisschen weiter hoch eben. Wenn die aber auch hier noch ein bisschen mehr Spaß haben. So, dann gehen wir jetzt hier aber voll in die Rechtsneigung. Und in die Richtung. Und so könnten wir das automatisch beenden. Schon schnell. Kann sein, dass es hier zu heftig ist. Ja. Der Nervenkitzel wäre zu hoch. Warum? Ist das überhaupt noch spaßtechnisch gut? Nee, spaßtechnisch reicht es nicht mehr. Hier verliert er kurzzeitig zu viel. Also das hier macht den schon halbwegs Spaß noch. Aber hier geht es dann nicht mehr so. Hier ist nicht mehr so spaßig. Jetzt sollen wir es ein bisschen runter machen. Wie ist mit der Nervenkitzel? Wo ist der denn zu heftig? Hier in dieser Kurve ist er zu heftig. Zu schnell denn hier? Warum ist das hier auf einmal so nervenkitzelmäßig aufreibend, das Ganze für die Leute? Also sonst haben wir das Problem, dass wir wieder nicht genug Spaß haben. Also hier ist tatsächlich diese Kurve, die ist zu heftig für die Leute. Wissen ja, Nervenkitzel ist ja gut, ne? Aber zu viel mögen die Leute auch wieder nicht. Und das nervt doch immer so ein bisschen.
immer noch zu viel Nervenkitzel, scheinbar 10,78, weil wir hier auf dem letzten Stück einfach zu heftig sind im Nervenkitzel. Das Problem ist Spaß, ja, aber wir haben keine 7er Spaßbahn. Also eigentlich müssen wir das ganze Teil wieder abreißen, wir kriegen das einfach nicht hin. Kann ich die einfach nicht komplett wieder abreißen? 15.000 haben wir jetzt nur noch. Ich glaube, da haben wir echt Verlust mitgemacht, oder? Ich weiß nicht genau. Ne, das bringt so nichts, Leute. Wir brauchen einfach das Geld, das wird auch noch ein bisschen dauern dann. Aber aktuell läuft es bei uns nicht mehr so gut. Wir machen zwar Plus, aber das Darlehen haut natürlich immer so ein bisschen Zinsen. Also 750 sind wir da jeden Monat, die wir nicht kriegen. Die wir zurückbezahlen müssen. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt einfach mal für 1.000 eine Marketingkampagne starten. Online-Kampagne, virale Videos. Zum Beispiel. 30 Tage. Das jetzt irgendwie hier so ein kleiner. Ja, guck mal, das bringt einen richtigen Schub. Damit kann man auch ziemlich schnell dann mal so eine 1.500 voll machen, wenn einem da noch 100 Punkte oder mehr, guckt, hier 72 Punkte fehlen. Und das soll jetzt noch mehr Leute anlocken. Ja, ist trotzdem unglücklich, ne? Mit so einem Thema Achterbahn. Für die anderen wieder so weit in die Luft setzen, dass es passt. Damit wir da nicht dran rumschrauben müssen. Ja, und jetzt irgendwie baukostentechnisch haben wir, glaube ich, jetzt Verlust gemacht. War blöd von mir, da dran rumzuwursteln. Sonst hätten wir zwar schon die 20.000 gehabt, die wir beruhigten für die große Achterbahn. Aber ansonsten funktioniert der Park gut. Und sagen, alle diese Fahrgeschäfte aktuell laufen, auch er hier drüben läuft. Ja. Was will man mehr? Hat mehr Geld. 5.000, um genau zu sein. Aber die kann man natürlich nicht einfach so herzaubern. Das dauert noch ein bisschen. Gucken wir zum Beispiel, dieses Riesenrad haben wir noch nicht. Auch das kleine Riesenrad haben wir noch nicht. Aber umso mehr wir da jetzt noch hinsetzen, umso mehr entfernen wir uns wieder von der Achterbahn. Und dann eben die Parkbewertung, die wir dann durch mein Ziel ist es, das zu schaffen durch Szenerie. Dass wir da noch ein paar schöne, fertig gebaute Sachen uns irgendwo hinklatschen. Gerade so wie es passt. Und ja, vielleicht noch die eine oder andere Attraktion, um dann insgesamt diese Fahrgeschäftbewertung noch wieder hoch zu pushen. Und wir werden dann auch ein bisschen was in Marketing investieren, weil wir sehen hier, das bringt schon was. Auf einmal haben wir wieder deutlich mehr Gäste im Park gekriegt. Sieht man jetzt hier zwar noch nicht so genau, aber das ist, weil der Mai noch nicht drin ist, ne? Der Mai müsste jetzt aber schon nochmal wieder einen kleinen Schwung nach oben bringen. Weil wir sind jetzt bei 1.700 Parkgästen aktuell. Und gleich ist der Mai rum. Ja. Dieser Park ist klasse, denken die meisten. Und 20%, ich bin in Erbrochenes getreten. Das ist ja eklig. Wo macht ihr das denn? Müsst ihr mal gucken, wo er hinläuft. Ist ja wie mit Hundescheiße. Liegt auch überall rum, muss man auch immer aufpassen. Ja, Juni, Juli. Diese beiden Monate sollten jetzt eigentlich reichen, um den Park so weit raus. Oh nein. Um den Park, ja, das tatsächlich zu ermöglichen, diese große Achterbahn zu bauen, die viel, viel Geld kostet, die wir aber irgendwo hinsetzen müssen. Wie ist das noch Terrain? Können wir nicht ebnen oder so, ne? Drücken, ziehen. Ach doch. Ja.
Was kostet sowas? Ist das jetzt der Gesamtpreis oder ist das immer pro? Das ist aber cool gemacht. Aber so können wir ja doch diesen ganzen Berg hier abtragen und uns Platz machen für die große Achterbahn. Nice. Aber was kostet das denn, wenn wir hier ein bisschen weiter reinditschen? So nach dem Motto Schicht für Schicht. War das immer schnell. Und hier wird es richtig teuer wahrscheinlich, weil umso höher, umso teurer wird das Ganze wahrscheinlich eben. Macht ja auch Sinn. Ach, jetzt hat er hier sogar so unterirdisch das weggemacht. Was muss man denn so irgendwie machen, damit man das andere auch mit wegkriegt? Na, also schon sind wieder ein Tausender weg. Das ist natürlich eine Sache, wenn ich das vorher gewusst hätte. Da muss ich das Spiel wahrscheinlich einfach ein bisschen laufen lassen, damit wir hier jemals das Geld zusammenkriegen, um diesen Berg abzutragen. Aber das Problem, das kennen wir schon mal. Habe ich schon mal versucht, in einem Park das Spiel laufen zu lassen. Und auf einmal hat man gemerkt, das Ganze ging den Bach runter, weil das Personal hat immer gekündigt. Alle, es gab fast keine Gebäude mehr, die besetzt waren. Also hier dieses Verkaufsgebäude. Und von daher, das lassen wir lieber. Aber schön. Schön zu wissen, dass das hier in diesem Level funktioniert. Jetzt haben wir natürlich 2000 oder so rausgehauen. Aber wir können schon mal gucken, wie gut jetzt die Achterbahn passen würde. Vielleicht haben wir schon viel zu viel abgetragen. Auf jeden Fall können wir hier Terraforming betreiben. Das ist die richtige, ne? Ja. Die brauchen wir. Nächste Woche dann. Nun heißt es aber, wir müssen die nicht mehr, klar, die wird, passt so immer noch nicht ganz hier hin. Aber wir müssen nicht mehr Kilometer weit hoch. So vielleicht oder so. Dann können wir auch da nachher den Eingang dazwischen machen, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht können wir es dann auch noch ein bisschen weiter drehen. Machen wir auch hier hin. Oder wir müssen tatsächlich noch deutlich Geld sparen, um nachher den Berg dahin noch weiter abzutragen. Oder er erlaubt uns das eben hier. Das Ganze dann aber erst, wenn wir die insgesamt 20.300 zusammen haben. Und dann sehen, ob wir diesen Berg hier einfach komplett ebnen. Theoretisch könnten wir das bis hier. Und dann haben wir auch definitiv eine richtig coole Fläche, ne? Richtig schön gerade. Was ist das noch für ein Bild? Sonst können wir mal, kann mal weg. Dann brauchen wir auf dieser Ecke auch kein Mensch. So, gut, liebe Leute, haben wir es geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Also, wir schaffen es noch nicht ganz. Gold fehlt noch. Silber hatten wir geschafft in dieser Aufnahmesession immerhin. Aber die Achterbahn, denke ich, werden wir es in der nächsten Aufnahmesession verdienen. Also nächste Woche werden wir hier noch ein bisschen weitermachen, in der Hoffnung, dass wir das Level dann, ja, ich sag mal Donnerstag oder so schaffen können. Ne? Viel früher werden wir es nicht schaffen, weil wir brauchen viel Geld für die Achterbahn und wir brauchen auch viel, viel Geld dann für, was ist immer noch der Plus durch diesen Marketingbonus. Warum eigentlich? Weil wir einmal Marketing gemacht haben. Oder bleibt das jetzt länger? Aber egal. Gucken wir uns dann nächste Woche an. Bis dann und tschüss.